So, herzlich willkommen zurück zu MKW. Eigentlich müssen wir hier rein zu WFC. Aber ich habe mir was anderes überlegt, und zwar, wir fahren ja immer online und so, und wir wollen mal auch mal was anderes. Ich habe mir mal gedacht, wir machen mal eine Abwechslung. Habe ich jetzt mal mir spontan überlegt. Und zwar machen wir nun Offline-Parts. Nicht für immer drei Parts machen, also die nächsten drei Folgen wird es jetzt so sein. Ich muss mich kurz eben zurückversetzen. Huch. So, jetzt passt. Und zwar fahren wir versus Ren. Die Regeln. Schwer. Fahrzeuge alle. Und fünf Strecken machen wir. Und ja, wir machen zufällig. Aber damit das auch nicht so einfach für uns wird, wählen wir auch was Gewagtes. Also wären wir auch Rosanina, also was ich zum Beispiel im Online-Rennen nicht wählen würde. Und zwar mit dem Teil. Schnuppe. Mal sehen, wie wir damit abschließen. Ich denke mal, es wird lustig und wird auch ein bisschen schwierig. Ist jetzt nur so abwechslungsreich in den nächsten drei Folgen. Und ja, wenn ihr sowas öfter sehen wollt, werde ich es ab und zu mal bringen. Wenn nicht, dann gleich nochmal sein. Man soll auch mal andere Sachen ausprobieren, denke ich mir mal. Und das machen wir jetzt auch. Donkey Kongs Bergland, erste Strecke. Ja. Ich hatte auch mal überlegt, dass ich jeden Cup und sozusagen zeigen möchte. Aber ich dachte mir so, nee, lass es mal lieber, bringt ja nichts, weil kennt ja sowieso jeder und im Online-Part kommen die sowieso einmal dran. Deswegen macht es ja auch keinen Sinn. Und ich bin mal gespannt, wie mit dem Teil abschneiden. Mit dem bin ich noch nie gefahren. Oh, das trifft aber. Ui, wie das trifft. Und wir haben Donkey Kong. Das kann ja mal gut werden. Mal sehen, ob ich den SC überhaupt mal hinkriege. Das wird krass. Naja. So. Was könnten wir so als Themen ansprechen? Ja. Controller. Ja, genau. Controller. Und zwar, ja. Bin ich hier mit dem Profil 100% Weebill gefahren. Also ich habe kein anderes Teil benutzt. Werde ich auch nie machen. Der Herr Megaman hat es ja auch mit seinem Nunchuck probiert. Muss ich ehrlich sagen, ist er gut abgeschnitten. Und ja, ST ist uns ja wunderbar. Wunderbar! Warum probiere ich ihn ja auch? Wir werden ja von jedem gerammt. Naja. Ja, wie Pointe, da ist dein Höhenflug. Ja, der beginnt gerade. Ah je. So. Alter, werden wir von allen hier zerbombt, ey. So. So ein Blitz. Ich kann mit dem Teil nicht umgehen, ne? Boah, Alter, wie stark das driftet. Ist so krass. Aber da zum Dienst ja, ne? Mit Torped werde ich nicht fahren. Hatte ich auch überlegt damit, aber das ist ja fast wie Flipster und Bowser Bike und sowas ähnliches. Natürlich nicht identisch, aber gut. Ich überlege immer beim SC einzusetzen. Weil ich denke mal am sinnvollsten. Und ja, so. Und mal sehen, ob was der Kuppel wie da so macht. So. Schön. So, so sind wir schon mal auf dem ersten Platz, ne? Wenn das so bei online gehen könnte, das wäre nice, aber ist natürlich nicht der Fall. So. Ja, sehr schlau. So. Ja. Mit GameCube-Controller könnte ich es theoretisch probieren. Ich habe ja einen hier liegen. Aber naja, wenn du die ganze Zeit mit... Oh, was machen wir denn da? Das machen wir genauso wie bei Mario Kart Double Dash. Erstmal. Lol. Hier war ich auch noch nicht. Also in dieser Ecke. Naja, ist ja auch egal. Boah, Alter. Eieieiei. Also mit Schnuppe wäre ich gut, dass ich das nie online mache. Aber er braucht keinen Vorteil. Wir können den SC halbwegs. Das kann uns vielleicht den Arsch retten. Nicht der Stachelpanzer. Der wird uns da nicht den Arsch retten. Der wird nur den Arsch anheizen. Und... Ah, ich muss aber früher driften. Also ich muss früher den Drift gehen. Lol. Und? Kommt Yoshi, kommt Yoshi. Nein. Habe ich noch gut abblockiert, sonst hätten wir es nicht geschafft.
Hui, knappe Sache, ne? Knappe Sache. Okay. Jo. Nächstes Rennen. Kurze Werbepause. So, da sind wir wieder. Nein. Dekar-Schikane ist die nächste Strecke. Hier habt ihr den Vorteil, dass hier keine Werbepause ist, sozusagen. Und der Part ist jetzt auch ein bisschen lang, 5 Minuten. Und ja, ist ja egal. Solange es flott geht und ich bin mal gespannt, wie ich ihn werde, das ist jetzt hier. So, gut. Der war gut gezogen, muss man sagen. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn dauernd so gut bin. Oh je, kann mir diesen. Wartet. Oh, geht schon. Muss nur anders den Griff reingehen, oder? Ja, wenn ihr andere Möglichkeiten habt, wie ihr mit Schnuppe am besten fahren sollte und so, könnt ihr mir alles in Kommentierchen schreiben. Und lol, ich hab ein Item hinter mir. Ja, zerbombt mich. Ich bin Schwergewicht, aber auch egal. Ich bin ja nur so leicht im Schwergewicht. So. Yay, in die Luft. Lol. Ja. Geil. Ich bin der beste Fahrer der Welt. Also, ich würde Vettel auf jeden Fall übertreffen. Wie man sieht hier mit dem Fahrkünstler mit Schrippe. Und lol. Ja, den Vogel wieder habe ich jetzt eingesetzt. Ist natürlich doof eingesetzt, aber. Nee, eigentlich nicht. Ich wollte keine noch rausbekommen. So. Ah, jetzt wollte ich nur die Luigi wegkommen. Jetzt ist das Baby Luigi. Gut, nein. Wenn ich jetzt so Normalkurve mache, geht das nicht. Das ist. Ich bin mal gespannt, wenn ich in der nächsten Folge hole. Wenn ihr so Ideen habt, wenn ich das mal wieder machen sollte, ne? Also, da will ich auf den dritten Part warten, wenn ich den mache, weil vielleicht kann er sein, dass auch immer Fucking Kong und Phantom oder so zum Beispiel jetzt das da, ne? Wenn ich das jetzt wählen würde und das, wenn ich das in die Kommentare schreiben würde, und das wäre ich dann auch tatsächlich. Okay, ist eigentlich nicht schlimm. Macht einfach eure Phantom. Ist egal. Macht einfach eure Vorstellung, mit wem ich fahren sollte, was gewagt ist, so, dann mache ich es in den Offline-Parts. Weil in Online-Parts mache ich es natürlich nicht, dann mache ich es mit Sachbike oder Bowserbike. Ab und zu mit Flipstar und... Hat er nichts gegeben? Lol. Und wir kriegen noch nicht mal den ersten Platz. Oh, peinlich. Oh. Ehrlich. Oh, jetzt haut der Yoshi auch noch ab. Ey. Nimmt nicht niemand. Die Wolke ab. Nein! Die Wolke nimmt mir keiner ab. Alter, ich will noch Erster werden. Klau mir doch das Item, du Junge. So, jetzt. Den kriegen wir besser hin. Yay! Oh! Meine Güte, heilige Maria. Und nein, wieso geht... Boah, nein, Mann, Mann. Komm, mach doch den Trick, ey. Lass mich in Ruhe! Nee. Ja! Ich bin wirklich... Futter. Wir hätten locker Erster werden können. Nein, jetzt haben wir 25 Punkte. Naja. Die 60 Punkte können wir vielleicht noch erreichen. In 5 Rennen. Müssen wir... Wie viele Punkte müssen wir schaffen? 14? Ja, 14er, 15er Schnitt, dann schaffen wir das. N64 Bowser Fisten. Naja, ja, das wäre eine Herausforderung. Aber hier kann man am besten die Kurve rein, oder? Das werden wir nun sehen. So, da war es mal einen guten Start. Und dann werden wir wieder von allen weggerammt. Ist ja natürlich geil. So. Halt ich 12, das kriegt man natürlich ein gutes Item. Kugelwilli, bam! Oh, warum hier? Diese Teile da hasse ich am meisten, ey. Die haben so extra an sich, an den, wie sieht es der Pferd, also an mich zum Beispiel jetzt. Beim Multiplayer ist es mir egal, aber naja, hier nicht, ne? Bei Online ist es ja natürlich auch nicht, wenn es jetzt gezielt auf einen Spieler wäre, oh je, das wäre richtig mies. Und das wird ja eher wahrscheinlich auf den Ersten treffen. Dann wird der Erste, generell, der Erste, der wird ja auch richtig bestraft hier in diesem Spiel, ne? Weil, du bist... Ja, mit dem Starry-Partner sozusagen bestraft, dass du gut bist. Das ist einfach so. Du wirst bestraft, weil du der Beste bist. Und ich habe auch manchmal durch Starry-Partner verloren, aber auch durch Starry-Partner mal gewonnen. Und was ich hier jetzt mache, ist ja natürlich hier
als würde ich hier gleich einen Selbstmord veranstalten mit, wie heißt das jetzt? Mit Sternschnuppe oder. Nee, Schnuppe. Ist doch Schnuppe, Alter. Oh Mann. Der Stern bringt mir auch nichts, ne? Ja, komm, komm, komm. Ja, zeig's mir. Nicht. So. Aber wir kommen damit besser klar. Weil ich ja früher in die Kurven gehe. So. Oh. Ah. Nee, nee, nee. Torpedo, wollte ich sagen. Toilette. Ey, du Torpedo, lass mich in Ruhe. So. Ist der klein oder nicht? So wie es aussieht, nicht. Naja. Und. Ja. So. Okay, jetzt kommt der Stachelpanzer. Der erste wird bestraft, weil er so gut ist. Und jetzt gehe ich hier komisch in die Kurven rein. Sehr komisch. Ich muss nochmal den SC. Yay. Warum kriege ich den eigentlich mit dem Teil eigentlich sehr gut hin? Mit allen anderen kriege ich das nicht so gut hin. Das ist aber richtig komisch. Warum denn nur? Warum bestraft mich Gott dafür? Ja, Donkey Kong. Diddy Kong. Du wirst nie sein wie dein Bruder oder Vater. Ich weiß nicht. Ist Diddy Kong der Bruder von Donkey Kong? Oder? Ich glaube, er ist der Bruder. Ich weiß es nicht. So. Oh, Yoshi. Du wirst aber bestraft hier. So. Ja, ist klar. Kommen wir in die Kurve perfekt rein. So, Banane. Ja, die Banane wird ihn auf jeden Fall treffen. Ist ja ganz klar. Und oh je, die Kurve wird einen Vorsprung. So, komm. Ja, komm. Den zweiten Platz erkämpfen wir uns. Döne! Genau. Und schießen nur noch. Na, schade. Okay, der hat mir den Sieg gekostet. Sorry, guys. Oh, ja, sind wir auch noch erster? Nee, natürlich nicht. Wir sind zweite. Diddy Kong hat uns auch eingeholt. Welche Strecke jetzt? Oh. SNES Maus Run Piste 3. Eine kurze Strecke. Let's go! Bam! Ich bin der Held hier. Von den Trotteln. So, irgendeinen treffen wir. Mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. Ja, wir selber. Ach, das Spiel liebt mich wieder mal. Das Stiel liebt... Der Stiel liebt mich. Ich komme im Bullet Luck nach vorne. Ich bin auch so ein Rattenschwanz, ey. Du Rattenkopf, ey. Du bist so ein richtiger Rattenkopf, man. Man ist überhaupt Rattenkopf. Ey, du Rattenkopf. Lass mich nur her. Ach du, ne? So, komm. Natürlich lege ich die Banane extra hin, damit ich da drauf falle. Ist klar. So. Ah, Mann. Ich mache ja auch irgendeine Scheiße. Aber die Dekon, ich muss jetzt vor die Dekon werden, dann kann ich noch erster werden. So. Komm. Zack, zack, zack. Ja, warum immer. Patrick. Ich spreche dich jetzt ganz an. Ist das hier eine Greenshell-Gruppe? Sag mir das bitte mal. Oder die Greenshell-Asse. Oder wer, was du auch mal gesagt hast. Speziell an dich geht's, richtig. Und jetzt, komm, komm, komm. Ja, gut. So, komm, 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 klein. Sehr schön. Jetzt ein bisschen Cleverness, haben wir es geschafft. Ich bin der King! Und wir liegen mit einem Punkt vorne. Nice. Sollten wir jetzt Zweiter werden, haben wir die 60 Punkte erreicht. Wir müssen vor Diddy Kong auf jeden Fall sein. Ansonsten werden wir es nicht schaffen.
laut meinen Berechnungen. Die letzte Strecke ist natürlich... Oh, das wird eine Herausforderung. Bowsers Festung. Rosalina, wir schaffen das. Gemeinsam schaffen wir es. So. Und das ist auch die letzte Strecke des Parks. So. Ja, momentan läuft es perfekt. Also ich bin mit zweiten Platz zufrieden. So, komm. Ja, ist klar. Ich hab zwar gerade drei Bananen hier, aber die sind ja natürlich wertlos. Ach ja. Zum Glück machen wir... Oh, Let's Play Offline. Oh, please. Wenn ich es mit solchen Teilen immer fahre. Eieieiei. Das wäre natürlich geil, ne? Natürlich richtig geil. Ja, du bist ja richtig geil. Oh je, mit dem den Mega-Eistisch ziehen. Das muss ich mal erwarten. Hat er lange schon mal geschafft? Das ist nicht. Also ich auf jeden Fall nicht. Aber ich kenne auch keinen, der den Bowser N64 mal mit jedem Teil geschafft hat. Aber ich glaube, das schafft man mit jedem Teil. Deswegen ist er nichts Besonderes. So, Diddy Kong hat die Wolke. Kriegt noch eine Red Shell in die Fresse und dann muss er schon. Entschuldigung, nicht auf die Fresse. Wunderschönen Maul. Warum sind wir jetzt platt? Oder sieht das so aus? Ich weiß es nicht. Natürlich ist Diddy Kong wieder groß, hat die Wolke auch nichts gebracht. Mir schaltet die Red Shell. Und wir sind Sechster. Siebter, Achter. Gib mir noch mehr auf die Fresse, gib mir noch mehr auf die Fresse, gib mir noch mehr auf die Fresse, gib mir noch mehr auf die Fresse. Okay, mit dem Goldpilz. So. Der uns natürlich rausgeblitzt wird, ist klar. Man ihn hinterlegt. Ich bin bedient. Ach ja, der erste Platz ist weg. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Ganz. Ich kann es nicht begreifen, wie die Freude groß ist, dass ich den ersten Platz nicht schaffe. Obwohl das machbar ist, auf jeden Fall. Okay. Oh. So. Ein bisschen Stern mal. Krapschen wir uns den. So. Doch, den bewahre ich mal ein bisschen auf. So. Für den goldenen Moment. Jetzt. Wieso treffe ich denn nicht? Und warum treffe ich mich selber? Und ehrlich. Meine Güte, für den goldenen Moment. Green Shell ist Nacht. So. Schön. Maxi Ping. Maxi Pilz. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Also wenn ich noch jetzt den ersten Platz schaffe. Was bringt mir ein Starry-Panzer auf Platz 9? Ich will das Item gar nicht. Ist mir viel zu hässlich, ey. So. Ist noch der zweite Platz drin? Der zweite Platz ist tatsächlich noch drin. Das wird episch. So. Ja! Episch! Oh je! Wir haben unser Ziel erreicht und sind noch Erster geworden. Das war aber ein Foto-Finish. Ich habe daran ehrlich gesagt nicht geglaubt. Boah, wie geil. Tja. Dann haben wir es wohl anscheinend auf die Tribüne verdient. Mit Rosalina, mit der Schnuppe. Und wie ich es bei ihr gerne nenne, die Sternschnuppe. Ach, die Rosalina. Ja, Glückwunsch. Du hast es geschafft. Du hast einen 3-Sterne-Rang. Supi. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.